Guten Morgen, Martin Patzelt. Vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen in Berlin in Ihrem Büro. Sie sind einer der beiden CDU-Abgeordneten, der sich entschieden hat, nicht für den Einsatz der Bundeswehr in Syrien zu votieren. Sie sind Abgeordneter in Frankfurt an der Oder. So wie ich gehört habe, sind Sie sogar direkt gewählt mit Direktmandat. Wahrscheinlich haben Sie sich gegen einen Abgeordneten oder gegen einen Bewerber der Linken sogar durchgesetzt. Ist das richtig? Ja. Sie waren vorher Oberbürgermeister schon und Sie sind ein ehemaliger DDR-Bürger. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich in der DDR aus der Politik ganz herausgehalten, haben sich mit sozialen Dingen beschäftigt. Ich glaube, Sie waren in Sachsen-Anhalt Leiter von einer sozialen Einrichtung, sowas wie Lebenshilfe, ja, und sind dann erst über das neue Forum in dieser Umbruchszeit 89 in die Politik gekommen und sind jetzt dann bei der CDU gelandet. Ja. Was mich interessiert ist, warum nur zwei Abgeordnete in der CDU gegen den Einsatz in Syrien gestimmt haben, wie diese Entscheidung zustande kommen konnte, dass so eine große Mehrheit wirklich dafür ist, in ein weit entferntes Land unsere Soldaten zu schicken und dort Bomben abzuwerfen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das sehr einfach war für die Abgeordneten, dafür zu stimmen. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wir haben meinen Lebenslauf hier ein bisschen kommentiert. Ich will das nochmal etwas aus der Blickrichtung schärfen. Ich war immer ein politisch denkender Mensch, kann mich gar nicht entsinnen, dass ich jemals nicht politisch gedacht habe. In Staatsbürgerkunde und Geschichte hatte ich immer eine 1 in der Schule, in den 13 Schuljahren in der DDR. Konnte mich aber politisch nicht aktivieren, weil meine Meinung und meine Auffassung keinen Raum gefunden haben und eher sanktioniert wurden, negativ, als dass sie Geltung gehabt hätten. So war die politische Wende für mich natürlich eine außerordentlich glückliche Zeit und beglückende Zeit. In der CDU bin ich dann schließlich über den demokratischen Aufbruch gelandet, wie Sie sagen, weil ich mir eine Partei aussuchen wollte, die nicht in die Extreme verfällt, die also die gesellschaftliche Mitte auch noch ein Stückchen abbildet, weil ich denke, auch als gelernter Sozialpädagoge, dass wir uns auf einem Marsch durch die Geschichte befinden und dass wir sehr, sehr darauf bedacht sein müssen, dass wir immer Justierungen holen. Das C vor der Partei gibt mir die Gelegenheit, auch innerhalb meiner Partei doch mal Instanzen zu reklamieren, die vielleicht vergessen werden. Also wo wir uns an Werten orientieren, die nicht nur durch Mehrheiten gebildet werden. Und dann sind wir schon beim Thema. Ich bin ja gewohnt, nicht mit Mehrheiten zu fühlen und zu denken. Und die Entscheidung, gegen den militärischen Einsatz beim Syrienkrieg zu stimmen, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich natürlich überlegen und bedenken muss, warum stimmen denn so viele Menschen frei dafür in der Fraktion. Es waren ja nur zwei, die den Einsatz abgelehnt haben und es war einer, der sich enthalten hat. Und wenn dann 316 minus der Radie zustimmt, also wenn über 300 dann zustimmen, dann muss man sich schon Gedanken machen und fragen, wie kommt das eigentlich? Als Abgeordneter bin ich frei, kein Mensch hat auf mich Druck ausgeübt, direkten Druck. Kein Mensch hat mich ins Gebet genommen, ich habe meine Meinung vor der Fraktion sagen können, im Übrigen Herr von der Marwitz auch, der auch dagegen gestimmt hat. Und das bleibt dann so stehen im Raum. Aber meine Auseinandersetzung, warum es mir schwer gefallen ist, vor allen Dingen deshalb, warum stimmen denn alle anderen zu? Was mache ich denn falsch? Wo denke ich denn falsch? Und die Frage haben Sie mir gestellt und die will ich beantworten mit dem, was ich dann für mich als Erklärung gefunden habe, was ich auch bei einigen Abgeordneten dann erfragt habe, von denen ich viel halte und die, von denen ich wissen wollte, warum sie zustimmen. Und da war die Erklärung so, übrigens auch bei Abgeordneten aus anderen Parteien, die sonst prinzipiell fast gegen Kriegseinsätze stimmen. Zunächst haben sie sich damit rausgeredet, das sage ich mal so, dass wir ja keine Bomben abwerfen, sondern dass wir nur mittelbar logistisch unterstützen, Aufklärung und Betankung von Flugzeugen und Sicherung von Schiffen, Kriegsschiffen, Flugzeugträgern. Das halte ich für unzureichende Argumentation, denn wenn ich dabei bin, bin ich dabei, egal mit welchen Teilleistungen. Also das ist für mich eine Argumentation, die sehr brüchig ist. Die anderen
Argumente waren mir schon nachvollziehbarer, auch insbesondere von einem Vertreter der Grünen Partei, der zugestimmt hat. Es geht um Europa. Wir dürfen Europa nicht auseinanderfallen lassen. Wir haben in der jetzt bedrängenden Situation, wenn ich nur an die Flüchtlingsfrage denke oder andere große Aufgaben ökologischer Sicht oder insgesamt Europa, auch wirtschaftlich im Rahmen der Wettbewerber auf der globalen, in dem globalen Markt, haben wir schon gute Gründe, unser Europa zusammenzuhalten. Und eine Verweigerung der Solidarität, dieser Bitte Frankreichs, jetzt in dieser Situation ihnen beiseite zu stehen und auch mit militärischen Mitteln, war dann letzten Endes das Argument, das die meisten bewegt hat. Alle meine und übrigens auch die öffentlicher diskutierten Warnungen und Überlegungen, die gegen einen Einsatz stimmten, wurden aufgewogen durch das Argument, jetzt müssen wir Frankreich zur Seite stehen, damit wir es in der Flüchtlingsfrage und bei anderen wichtigen Fragen Europas an unserer Seite haben. Mir war der Preis dafür zu hoch, weil ich auch immer eine Verantwortung fühle für den Wähler. Natürlich verstehe ich die Franzosen, die nach diesem furchtbaren Attentat jetzt emotional schwer betroffen sind. Und der französische Präsident, der ihnen nun sagt, und wir nehmen dafür Rache, ich sag's mal so. Positiver gesagt, wir werden versuchen, den Terrorismus mit den entsprechenden harten Mitteln begegnen. Der hat Schulterschluss gesucht. Er musste seinem Volk klar machen, wir machen jetzt was dagegen. Und er wollte von den europäischen Freunden die Entscheidung haben, und wir stehen an eurer Seite. Und das würde ich alles bejahen, zutiefst bejahen und würde mithelfen. Nur was wir dann machen, das muss aus meiner Sicht auch Vernunft haben. Mhm. Und das hatte ungenügend Vernunft. Wir sitzen in Wien. Wir versuchen unter schwierigsten Bedingungen eine Koalition zu schmieden, wo wir in einer konzertierten Aktion mit sehr einzelnen Maßnahmen, und da sage ich mal nur das, was auch öffentlich überall diskutiert wird, die Ölquellen abschneiden, die Finanzquellen austrocknen, die Arbeit der Geheimdienste koordinieren, also eine strategische, weit über einen primitiven Rückschlag und Tötung von Menschen, die im Übrigen dann als Terroristen mehrfach wieder aufstehen werden, hinaus eine vernünftige, möglichst breit angelegte Aktion gegen den Terrorismus zu starten, das kam mir alles zu kurz. Und da konnte ich konnte einfach nicht zustimmen, weil wenn mir so viel an der ganzen Aktion als unsinnig, als übereilt, als wenig hilfreich erscheint, dann muss ich mich ja selbst verbiegen. Und das habe ich als DDR-Bürger gelernt, dass ich in einem Verhalten und Entscheiden auch gegen Mehrheiten und erzwungene Mehrheiten gegebenenfalls mich selbst behaupte. Die Umfragen, wie die Wahlberechtigten in Deutschland über dieses Thema denken, die gehen sehr, sehr weit auseinander. Es gibt Umfragen, die besagen, dass eine große Mehrheit in Deutschland, genauso wie im Bundestag, große Mehrheit der Menschen dafür ist für diesen Einsatz. Dann gibt es andere Umfragen, die sagen, 90% haben Angst davor, wollen das auf keinen Fall. Was denken Sie in Ihrem Wahlkreis Frankfurt-Oder? Wird die Mehrheit der Menschen für den Krieg sein oder dagegen? Oder überhaupt in Deutschland? Was haben Sie für ein Gefühl? Die gefühlte Mehrheit in meinem Wahlkreis wäre gegen den Einsatz. Und deutschlandweit? Deutschlandweit weiß ich nicht. Ich glaube, es bewegt sich so, wie Sie das schon angedeutet haben, in der Mitte. Bei Befragungen muss man immer gucken, was wird gefragt und wie wird gefragt. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich in der Mitte bewegt und dass die Mehrheit des Volkes sehr schnell auf die eine oder die andere Seite umschwenken kann. Ich habe das jetzt gerade innerhalb der CDU erlebt in der Flüchtlingsfrage. Wenn Frau Merkel noch vor 14 Tagen mit dem Rücken an der Wand stand, auch in der Fraktion, hat sie nach ihrer großartigen Rede auf dem Bundesparteitag so viel Land gewonnen und hat die Leute auf einmal wieder in die Kooperation geholt hinein. Und dass ihr Ansehen verstärkt, ihr persönliches, und den Schwung, dass wir tatsächlich auch Verantwortung haben für die Welt, eingeholt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das anhält. Also Sie sagen im Prinzip, es war aber hin und her. Meine Meinung ist leicht manipulierbar. Sie kann schnell ich würde nicht das Wort, Richtung. Ja, ich würde nicht das Wort manipulierbar dafür nehmen, auch manipulierbar, das glaube ich auch. Aber in dem Falle ist sie nicht manipuliert worden, sondern
sie folgt einmal dem Argument und einmal dem Argument. Und das ist in unserer eigenen Persönlichkeit ja auch wieder zu finden. Diese Ambivalenz, dass ich handle aus Angst vor lebensbedrohlichen Situationen. Sie haben mich gefragt nach den Motiven in meinem Wahlkreis, dass ich mich selber noch gefährde, wenn ich jetzt so agiere, dass ich Angst habe vor materiellen Verlusten, dass ich Angst habe, auch irrational in Verhältnisse zu kommen, die ich nicht mehr meistern kann. Und andererseits wieder, dass ich überzeugt bin, ich muss etwas tun, auch mit persönlichem Einsatz, damit es in der Welt friedvoller, gerechter, anders zugeht. Also in dieser Situation, soll ich einen Flüchtling aufnehmen und soll ich hier meine eigene Sicherheit, meine eigenen Besitzstände riskieren angesichts der Dimensionen, die da auf uns zukommen, kann ich gar nicht mehr überblicken. Ich begebe mich auf völlig unsicheres Terrain. Oder soll ich sagen, ich schirme ab, notfalls mit Waffengewalt, ich führe die Diskussion immer gerne bis zum Extrem. Sag, wie sollen wir denn uns schützen? Notfalls mit Waffen. Die Boote umkehren lassen, ab, wieder übers Mittelmeer. An dem Beispiel will ich es deutlich machen, wie wir dann angesichts der eigenen gefühlten Bedrohung wieder zurückfallen in Muster unserer Vorfahren, die ihr Leben ja weiterhin auch als Kampf gegen andere verstanden haben und verstehen mussten, weil die Feindlichkeit in den Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Stämmen und Nationen ja ein historisches Datum ist. Und und in dieser Situation als Abgeordneter jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, das kann nur eine persönliche sein, dass ich versuche, mir einen Überblick zu verschaffen über die Gesamtsituation, die Gemengelage. Was wir gerade nicht tun dürfen, ist, dass wir die Menschen manipulieren, sondern dass wir sie teilhaben lassen an unseren inneren Überlegungen und schließlich dann Entscheidungen. Also ich mühe mich immer im Wahlkreis deutlich zu machen, warum ich mich so entscheide, damit andere das daran ablesen können und sagen, das ist meins oder das ist nicht meins. Ich glaube, manipulieren ist schlimm. Das ist eine Degradierung des Menschen und ich möchte ja eigentlich, dass Menschen bewusster entscheiden, wofür sie stehen. Und das kann manchmal ganz entgegen meiner eigenen Meinung sein. Aber mir fällt es immer leichter, mich gegen Mehrheiten zu entscheiden, weil ich das trainiert habe in meinem Leben. Wenn ich der Meinung bin, die Mehrheit der Abgeordneten machen einen Fehler, wenn sie den Nutzen, den Franzosen Solidarität zu zeigen, höher setzen, was könnte ich tun als Bürger? Soll ich zu Abgeordneten in meinem Wahlkreis gehen und ihnen ein Gespräch bitten? Ja. Oder? Ja, unbedingt. Das wäre der beste Weg. Unbedingt. Ich habe eine Unzahl von Mails bekommen, von Anrufen sogar, Sammelschreiben. Meine Kollegen auch, die haben ja auch so argumentiert in der Fraktion. Das ist übrigens immer ein Argument in der Diskussion in der Fraktion. Und letzten Endes beeinflusst uns das als Abgeordnete. In der Griechenland-Frage habe ich das nachvollzogen, wie das durchaus eine große Rolle gespielt hat. In der Flüchtlingsfrage habe ich nachvollzogen, wie das eine ganz große Rolle spielt, wie die Wähler fühlen und denken und wie dann unsere Politik auch gemacht wird. Und das ist ja auch bis zu einem bestimmten Punkt aus meiner Sicht berechtigt. Wir stehen ja für die Wähler da. Sie haben recht, ich bin direkt gewählt worden, anders wäre ich nie angetreten. Ich will nicht von Gunst und Gnaden einer Parteiliste abhängig sein. Und dann muss ich den Menschen auch ins Gesicht gucken. Und ich habe mehrere Fälle erlebt, wo sie mir dann Briefe geschrieben haben und gesagt haben, jetzt haben wir dich gewählt. Was ich im Übrigen gar nicht kontrollieren kann. Denn das haben mich auch viele nicht gewählt. Aber die haben mir das so gesagt und jetzt erwarten wir, dass du so entscheidest. Und da habe ich ihnen zurückgeschrieben, auch auf Serienbriefe hin. Ich war nie davon ausgegangen, dass ich die Mehrheit, erkennbare Mehrheit meiner Wähler befriedigen muss. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Letzten Endes muss ich meine Meinung von meiner Gewissensentscheidung abhängig machen. Und mich werden Mehrheiten zwar interessieren, und ich werde es prüfen, wie ich das beim Syrien-Einsatz jetzt geprüft habe. Aber sie können mich nicht bestimmen in meiner Wahlentscheidung. Oder ja, jetzt Zustimmungsentscheidung oder Nicht-Zustimmungsentscheidung. Denn die Mehrheit kann auch irren. Ich sage immer, Hitler wurde in demokratischer Wahl gewählt. Der ist legal zur Macht gekommen. Und mit diesem Totschlagargument will ich immer deutlich machen, dass Mehrheiten durchaus nicht für sich die Weisheit in Anspruch nehmen können. Und die Qualität der Entscheidung, sondern wir müssen immer wieder suchen nach dem Besten. Und da
entscheidet vielleicht der eine so und der andere so. Das ist ein Notbehelf. Ich kenne keinen besseren. Demokratie ist das kleinste aller Übel. Sagen die wichtigen Politiker der Geschichte. Und so sehe ich das auch. Also ich muss Mehrheiten zur Kenntnis nehmen. Ich muss die Argumente prüfen. Aber sie dürfen mich nicht bestimmen als Abgeordneter. Und das gilt für intern für meine Fraktion. Das gilt aber genauso für meinen Wahlkreis. Wie schwer ist das in der Fraktion gewesen, diese Mehrheit zu gewinnen? Ich vermute mal, der französische Präsident, Herr Hollande, hat mit Merkel gesprochen. So, Adam, komm, hilf mir mal, stimme mal deine Fraktion ein. Genauso war's. Genauso geht es. Genauso geht es. Und Frau Merkel, der ich mich eigentlich im Denken sehr verbunden fühle. Ich denke manchmal, es ist erstaunlich, dass ich kaum immer Unterschiede finde. Frau Merkel wird die Argumente, die ich vorgetragen habe in der Fraktion, sehr wohl auch alle so sehen und kennen. Aber in der Entscheidung dann wog die Allianz mit Frankreich stärker. Und das ist ein Resultat auch ihres Denkens, so wie ich sie kenne, medial oder auch aus den Fraktionssitzungen, dass sie sagt, Politik ist die Kunst des Machbaren. Wir als Politiker können nicht immer sagen, ich entscheide jetzt, was ich will, und sind wir bald draußen aus dem Geschäft. Sondern ich muss versuchen, mit Mehrheiten eine Politik zu machen, die nachhaltig ist, die uns Menschen auch ein Morgen sichert. Und das ist nicht immer einfach. Und jetzt hat der Wert dieses Europa, dieses gemeinsamen Europas, hat stärker gewogen als die Bedenken, die wir vielleicht aus einem direkten und dann noch so aus meiner Sicht völlig übereilten Einsatz hatten. Die Quelle, um nochmal ein Argument hinzuzufügen, die Quelle des Terrorismus sitzt ja eigentlich in den radikalisierten Kreisen Europas, liegt in den Parallelgesellschaften, die sich in Frankreich, in Belgien zum Beispiel ausgebildet haben. Und wenn ich diese Quellen so sehe, dann muss ich versuchen, dort insbesondere abzuschneiden. Das, was jetzt sich global abspielt, das ist ja auch eine riesige Gefahr, dass die Muslime glauben, dass es ein Religionskrieg ist und dass wir Christen gegen den Islam zu Felde ziehen. Dass wir es verheerend, eine solche Perspektive noch zu verfestigen. Im Gegenteil, Muslime und Christen haben in bestimmten Epochen der Geschichte friedlich miteinander gelebt. Leitender Beamter der Deutschen Bahnhofzug, der sich Sorgen macht, dass er seinen Job verliert, weil er auch kräftig gespart wird. Und da habe ich ihm gesagt, aber wir warten alle auf Sie. Wir warten auf Menschen, die am Masterplan für Afrika zum Beispiel mitarbeiten und ihre Erfahrung als Banker einbringen, in der KfW und in Banken dort, die Kleinkredite vergeben, die Ordnungssysteme reinbringen, damit die Menschen Grund zum Dableiben haben. Da hat er mich angeguckt. Ich sage, ja, machen Sie sich endlich frei. Sie kriegen eine Pension, Sie werden davon leben können. Willkommen im Club. Arbeit gibt es genug. Ja, finde ich auch. Und tollere Arbeit. Wir haben uns verabschiedet, ich habe gesagt, und denken Sie mal drüber nach. Wenn Sie es nicht mehr für Geld machen, wächst vielleicht Ihre Lebensqualität. Es gibt nur leider sehr viel Arbeit, die eigentlich keine Werte schafft. Ich sage immer, Arbeit ist für mich, wenn ich etwas tue, wo jemand anders freiwillig mir zum Beispiel Geld dafür gibt. Wenn ich etwas tue, wo kein anderer mir freiwillig dafür Geld gibt, habe ich schon Probleme damit zu sagen, dass das Arbeit ist. Aber in unserer Dienstleistungsgesellschaft, in unserer Vergnügungsgesellschaft, Vergnügungsindustrie, haben Sie doch genug Leute, die Geld dafür geben, dass andere sie unterhalten, dass andere ihnen Zeugs verkaufen, was sie 3 Tage später gar nicht mehr brauchen können, was ich als unsinnig für die Hebung ihrer Lebensqualität darstelle. Wenn ich freiwillig diese unsinnigen Sachen kaufe, ist das in Ordnung. Aber ich sehe das Problem. Also ich halte es für volkswirtschaftlich, für ökologisch, für politisch, für sehr fragwürdig. Ich bin nicht jemand, der sie dann zwingen will dazu, das nicht zu tun. Ich denke, wir müssen alle reifen. Ich glaube an die Vernunft der Menschen, die langsam wächst, langsam im Rahmen von Evolution. Insofern sind historische Erfahrungen übrigens nicht unwichtig, auch die von archaischen Gesellschaften, auf die Sie reflektieren. Aber das ist doch kein, da sind wir vielleicht wieder ganz nahe, das ist doch kein optimaler Zustand, in dem wir leben. Aber das liegt nicht nur am Staat, das liegt auch an der mangelnden Reife der Individuen. Also das Konsumverhalten. Kann ich das beurteilen? Kann ich sagen, dieser ist reif, dieser ist nicht reif? Ja. Ich kann es, wenn jemand mehr frisst, als ihm gut tut, dann muss ich sagen, wenn jemand
ständig gegen seine eigenen Interessen, auch die, die er proklamiert, dass er nämlich gesund sein will, dass er schlank sein will, dass er kräftig sein will, wenn er ständig dagegen verstößt oder er raucht, ist Kettenraucher oder er säuft, dann muss ich doch sagen, er ist unreif. Wie soll ich denn das anders bezeichnen? Moralisch würde ich ihn nicht runtermachen. Das ist das, was die Menschen am Libertarismus nicht so schnell verstehen, dass sich dieses Prinzip in extremen Fällen zeigt. Zum Beispiel das Prinzip, den anderen in Ruhe zu lassen, seine Freiheit zu lassen, das zeigt sich halt in solchen Fällen. Wenn jemand Drogen nimmt, natürlich schadet er sich. Ich selber würde keine Drogen nehmen. Ich würde auch meinen Kindern nicht erlauben, Drogen zu nehmen, aber ich würde jedem anderen in der Gesellschaft das erlauben. Denn zu dem Recht, mit seinem Körper zu machen, was man will, gehört auch das Recht, sich selber kaputt zu machen. Aber nicht in einer vergesellschafteten Situation, denn ich muss letzten Endes für den aufkommen. Müssen Sie das? Ja, das muss ich. Ich kann ihn nicht, das halten wir nicht aus, ich kann ihn nicht im Dreck und Elend liegen lassen. Wenn ich am Bahnhof Zoo, früher war es noch schlimmer, da vorbeigegangen bin, dann hat mich das schon bedrückt. Und die Gesellschaft ist aufgefordert, jeden zu retten, selbst wenn man sich selber... In der Demokratie gibt es nichts Wichtigeres, als dass man mit Menschen spricht über politische Inhalte, weil nichts ist unpolitisch. Sie haben vorhin gesagt, dass ich in der DDR ja eigentlich eher unpolitisch gelebt habe. Ich glaube ja, jedes Handeln eines Menschen hat eine politische Relevanz. Das ist zwar den Einzelnen nicht so bewusst, aber selbst als Konsument handle ich doch politisch. Und als jemand, der vielleicht Familie gründet oder nicht gründet, handle ich politisch. Alles hat politische Relevanzen. Ich zahle Steuern. Manche wollen keine Steuern zahlen, weil sie sagen, ich möchte mich mit dem System nicht gemein machen. Partizipieren aber in anderer Weise schon, wenn sie über die Straße gehen oder fahren. Zwangsweise. Ja, aber konsequent wäre, dass ich dann auf alle Leistungen der steuerzahlenden Administration verzichte. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das sofort tun. Ja, ich denke, dass aber selbst wenn sie mit, wenn sie mit dem Pferd reiten würden, dann würden sie nicht. Sie würden immer partizipieren an den Steuern. Ich würde gerne eine private Straße, die in einem guten Zustand ist, wo ich für eine gute Leistung bezahle, die würde ich gerne benutzen. Also ja. Nur als libertärer gehöre zu einer ganz, ganz kleinen Minderheit. Das ist eine lange Diskussion, die sich dann anschließen würde, wenn ich mal nur an die vielen Menschen denke, die diese Straße nicht bezahlen könnten, aber auch das Bedürfnis haben, auf einer Straße zu gehen. Dann tut der freie Markt eine gewisse Auslese durchführen, denn nicht jeder, der auf dieser Straße unterwegs ist und sie benutzt, muss das vielleicht wirklich tun. Viele fahren vielleicht wirklich nur aus Langeweile auf der Straße herum. Kann ich Ihnen auch wieder recht geben, aber ich halte... Der Markt kann das alles besser davon, regeln dass, als ein Politiker. Ja, aber ich halte viel davon, dass wir als Menschheit das Darwinsche Prinzip überwunden haben und damit unseren tierischen Artgenossen etwas überlegen sind und den Pflanzen. Hoffentlich, wir müssen es mal wieder beweisen, dass wir überlegen Menschen, sind. Wir handeln menschlich. Ich denke, die Menschen sind in Wirklichkeit alle gut. Diese schlechten Menschen sehen wir vor allem im Fernsehen. Und wenn wir in Situationen sind, werden wir immer menschlich handeln. Da kommen wir auf grundlegende Unterschiede. Ich glaube nicht, dass der Mensch vom Grunde her nur gut ist, sondern dass wir ein zerrissenes Wesen sind. Wir sind anfällig für die egozentrische, sehr verengte Sichtweise, die sich selber in den Retten will. Und die andere ist die Sicht, dass ich altruistisch sage, mir geht es nur gut, wenn es den anderen auch gut geht. Ich immer ambivalent. In den Medien nehme ich die Welt ganz anders wahr, wie in der Realität. Aber was ich Ihnen noch sagen wollte, mal unabhängig von unserem Interview, ich bin auch DDR-Bürger, ich bin 74 dort weg mit meinen Eltern. Oh, haben sich auch gut jung gehalten. Ab 74 sind sie weg. 74, ja, ich war damals noch ein junger Mann. Mein Vater hat in Bautzen gesessen, war staatsfeindliche Hetze und so weiter. Und ich habe die DDR auch so durch mein Elternhaus noch in Erinnerung. Und was mich bedrückt ist, ich habe jetzt in der Bundesrepublik immer mehr das Gefühl, dass die Entwicklung hier auch in diese Richtung geht. Ich spüre dieses staatliche System hier. Aber solange wir, dafür kämpfen, dass es Pressefreiheit gibt. Ich bin im Menschenrechtsausschuss auch für Pressefreiheit, der zuständige Berichterstatter. Pressefreiheit, Religionsfreiheit und Demokratie, das sind die Garanten, dass es nicht so wird wie in der DDR. Das merken wir an den Extremen, ob es noch funktioniert. Und es funktioniert nicht nur überall so. Da ich jetzt mich unter Libertären bewege, kann ich wirklich mit jedem sprechen. Ich spreche mit Holocaust-Leugnern, mit Pegida, mit Salafisten. Ich hatte dieses Jahr eine interessante
Podiumsdiskussion organisiert mit einem Organisator von Pegida und mit einem Salafistenanführer aus Deutschland, dem Sven Lau. Und die konnten prima miteinander reden und haben sich sogar geeinigt, dass sie also keine Gewalt gegeneinander anwenden. Allerdings erleben beide Gewalt einmal durch den Staat und dann durch diese sogenannte Antifa. Und die Gruppen selber aber könnten friedlich miteinander kooperieren. Dieser Sven Lau, angeblich der schlimmste Salafist in Deutschland, mit dem man sich aber ganz vernünftig unterhalten kann, genauso wie mit Ihnen, steht rund um die Uhr unter Beobachtung vom Verfassungsschutz. Es ist die ganze Zeit irgendein Auto dort, wo ihn beobachtet. Und nach 2 Jahren habe ich jetzt gestern gesehen im Internet, wie er verhaftet wurde. Also er wurde vorgestern verhaftet mit einem riesen Medienaufwand. Er wurde eingeladen zur Polizeiwache, um irgendwelche Unterlagen von sich abzuholen. Und da stehen dann 20 Mann mit ihren Masken, mit Maschinenpistolen, verbinden ihm erstmal das Gesicht, setzen ihm so einen Kopfhörer auf, dass er nichts mehr sieht. Seine Freunde filmen das schockiert, stellen das ins Internet. Für mich ist das ein bisschen bedrückend, weil ich weiß, dass man mit diesem Mann normal reden kann. Ich glaube nicht, dass der gewalttätig ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass er jetzt... Aber darum geht es ja bloß. Aber die Art und Weise, wie das passiert, ist für mich schon bedrückend. Es geht erstmal um seine Wirkung. Und das Wort ist auch eine Waffe, haben wir beim Kommunisten gelernt. Und das stimmt ja auch. Auf seine Wirkung hat er auch nicht mehr so viel Einfluss. Wenn Sie zu ihm gehen in eine Predigt, hören Sie etwas anderes, wie die Medien über ihn berichten, was er gesagt haben soll. Das wird dann eine Sache der Justiz sein, das zu beweisen oder eben keine Beweise dafür zu haben. Und dass der martialische Aufwand natürlich sehr fragwürdig ist und am Tatort...